Hallo Freunde und willkommen zurück zu Darksiders 2, Entschuldigung, 3. Mittlerweile sind wir im dritten Teil angekommen. Und ja, wir sind immer noch auf der Suche nach den nächsten Todessünden, beziehungsweise Todsünden. So ist der richtige Tonus. Ich wollte jetzt gerade mal was ausprobieren. Ja. Fantastic. Oh. Hatte ich gerade aus dem Bildschirm gelesen. Arschloch. Ja, ob ich jemals alle Kombos raus haben werde. Wir hatten 10. So, die Frage ist, wie komme ich da oben hin? Ich denke mal, das werden wir schon alles haben, aber. So. Das war kein Problem. Es hätten nicht zu viele. Oh. Oh. Unhöflich. Höchst unhöflich. Okay. Nächste Erholung. Naja, zumindest kriegen wir davon relativ viele. Ich frage mich ja, ob es auch hier wieder nachher Sekundärwaffen geben wird. Ich hoffe es. Ich mochte die. Ich meine, in Teil 1 hatten wir eine Sensor als Sekundärwaffe. Ich muss dann das Timing üben. Gott, machen. Dankeschön. Locker plumpen. Sieht hier schon alles ziemlich ekelhaft aus. Das da hinten gefällt mir übrigens gar nicht. Das sieht aus, als würde da jemand auf dem Thron sitzen. Ich glaube, das sitzt auch irgendwo auf einer Art Thron. Das erklärt aber noch nicht, wie ich da oben hinkomme. Trägheit! Es gibt Geschichten über ihn, aber in Wahrheit sieht er noch schrecklicher aus. Ich glaube, mir wird schlecht. Joa. So, hier haben wir die neue Vulkan-Position. Büchen. Sei gegrüßt. Lass dir Zeit. Ja. Das ist natürlich an sich nicht verkehrt, aber wir haben eigentlich aktuell noch. Können wir dem eigentlich die. Wie du willst. Das wird uns noch mehr Spaß machen. Wie du willst. So. Ihr lacht hier so dreckig. Gut, Luftkampf ist nicht so die Stärke. Was mal her? Ich hab hier unten was für dich. Oh ne, doch nicht. So ein alter Diamantsportsplitter.
dich muss ich doch theoretisch hier wieder irgendwo hinführen können, sodass du anfängst zu fressen. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Ah, da hinten. Das sieht doch gut aus. Das ist schon wieder so ein hässliches Viech. Ja, das wird jetzt übel werden. Der kommt da nicht aus der Klasse. Das gefällt mir. So, bevor ich jetzt das Viech hier hinlockere. Na, guck mal. Guck mal einer Schau. Haben wir ein neues Geheimnis erfunden. Oh. Es ist genug! Genug! Ach, halt's mal. Mann. Bitte, rette mich! Schon erledigt. Gut. Ich vermute mal fast, wenn man das Netz hinter ihr in die Luft gejagt hätte, dann wäre sie gestorben. Fieser kleiner Gag. Weil ich würde es nicht unbedingt als Gag bezeichnen, aber trotzdem fiese kleine Idee von den Entwicklern. Ich wollte das Ding hier kaputt machen. So, kann er rauskommen? Hallo, so, geil. Okay. Na ja, komm, put. Das kleines Viech. Hier ist was zu fressen. Komm. Okay, hier geht's weiter. Will ich noch mal eben kurz testen, wie lange wir das Viech denn festhalten können. Indem wir noch mal eins nehmen, da runterlocken und dann versuchen, da das Ding wegzusprengen. Vielleicht bringt uns das was. Was ist her? Gut. Komm, kleines Mistviech. Okay. Funktioniert mit Abstand nicht. Gut. Dann kriegen wir vielleicht später irgendwann selbst eine Waffe, um die Dinger kaputt zu machen. Da ist noch eine Seele, da unten ist wieder so ein Ding und das da unten sieht halt echt hart wieder nach einer Arena aus. Hold it. Au! Hallo? Danke. Was ein Arsch. Na gut. Klar, wir haben glücklicherweise gerade eben Seelen ausgegeben, also alles kein Problem. Oh, my God.
trotzdem muss das ja nicht sein, ne? Dann gehen wir halt noch mal dahin. Ich würde mir trotzdem irgendwie eine schnellere Fortbewegungsart wünschen. Ich habe gerade irgendwie bei Fury echt das Gefühl, dass sie noch langsamer ist als die anderen. Die waren schon nicht unbedingt schnell. Da ist das hässliche Viech. Weißt du was? Das ist nicht cool. Das sind irgendwie noch Tricks, die ich nicht kenne. Böses Erwachen. Okay. Schön, dass der mir auch mal erklärt wurde. Weil unseren kompletten Zorn scheinbar verbraucht. Halt nur nicht, wie wir dem Viech vernünftig Schaden machen wollen. Weil wir haben es mit einer kompletten Chaos-Gestalt-Phase nicht geklatscht gekriegt. Was hast du denn für eine verdammte Reichweite, du?
läuft bei dir eigentlich schief? Jedes Mal! Dann warte ich einfach ab. Nö. Einfach nö. Ich verstehe noch nicht, wie ich diesem Angriff ausweichen soll. Weil, egal ob ich nah dran stehe oder nicht, juckt den halt nicht. Na gut, wir sind zumindest in seinem Scharlachrotenschlag näher gekommen. Ja, ich hab mal ausgesehen, dass er nicht schlagen kann, ob das als Angriff zählt oder nicht. Na gut, mach ich das nicht. Ach! Jetzt wird er mir erklärt, danke. Hatte ich noch nicht verstanden. Triple Kill. Beziehungsweise eigentlich nur Double, aber. Dann versuchen wir das jetzt nochmal und diesmal hauen wir dem Typen einfach mal so einen Zornangriff rein. Gucken, wie viel Schaden der macht. Ich sollte diese Viecher nicht angreifen. Einfach ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ich glaube generell, dieser Kampf basiert wesentlich stärker auf Geduld. Generell das ganze Spiel. Jeder Kampf in diesem Spiel beruht wesentlich stärker auf Geduld. Gerade im Vergleich zu Teil 2. Naja, aber ich wollte ja eine Herausforderung. Mistige Mistviecher. Und auf zurück. Naja. Wirklich Schaden gemacht hat er, das andere gefällt nicht, war wahrscheinlich einfach dafür ein wesentlich größerer AOE, das nützt uns halt wenig. Willst du nicht nochmal Charge lassen? Perfekt ausgewichen, sodass ich gar keinen Schaden genommen habe, aber es war trotzdem. Mistviecher, ne? Wenn der nicht auch noch irgendwas beschwören könnte, der Gegner, wäre der echt wesentlich angenehmer. Ja. Komm.
Tipps und Stärkungsmittel muss ich auch noch verwenden. Das könnte echt nützlich sein. Falk als Stärkungsmittel. Gucken, wie lange das anhält. Okay, alle Flügel teilen sich also auch lieber. Weiß nicht, ob man das gefällt. Gegner zu treffen, um unausweichlich zu vernichten. Verjüngungskern erhöht die von der Erholung. Ach. Bei so viel Eigenlob solltest du dir lieber die Nase zuhalten. Und wie gedenkst du das zu lösen, meine blutdürstige Herrin? Ja. So. Als erstes. Hey, komm mal her. Ich hätte aber gerne noch ein paar. Bitte. Ja, sie schmeißt halt einfach da oben ran. Von hier aus. So weit komme ich damit nicht. Oder? Was ich noch von suchen möchte. Komm mal mit. Fress dich mal voll. Wirfst du dann als wandelnde Bombe hier rum? Wieder rein. Also schmeiß ihn halt unten dran. Irgendwie muss man das hier ja auch lösen können. Was ist das? Ach nee, das ist glaube ich die. Nee, kann ja nicht. Ich hatte jetzt erst vermutet, dass das
Das ist so, wir den Menschen eben gerettet haben, aber das war's nicht. Hat's geklappt? Nein, natürlich nicht, dafür ist das so drin. Ja gut, dann gucken wir uns in der nächsten Folge halt einfach erstmal hier um. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder zu Darksiders 3. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.